Willkommen zur Kurzfassung der Dekarboxylierung und Extraktion von Cannabinoiden. Bei Cannabidiol spart ihr zum jetzigen Zeitpunkt im Jahr 2018 über 80% eurer Kosten, wenn ihr euer Cannabinoid-Olivenöl selber herstellt. CBD-Extrakte oder Edibles kosten bei uns derzeit noch sehr viel Geld. Wer günstig einkauft, der zahlt für ein Milligramm vielleicht 5 Cent oder auch etwas mehr. Hier 300 Gramm Hanfblütentee der Sorte Finola mit 3,6% Cannabidiol und auch anderen Cannabinoiden, aber eben kein THC. Kostet 35 Euro. Das Olivenöl, die Backmischung und alles andere kostet auch noch Geld, aber ihr landet trotzdem bei einer Kosteneinsparung von über 80%, wenn ihr es auf THC abgesehen habt und da kostbare Marihuana-Blüten mit viel THC verwendet, dann ist diese Kosteneinsparung vielleicht nicht ganz so gegeben, aber ihr habt trotzdem leckere Edibles. Und jetzt wie ihr es macht als Kurzfassung. Ihr braucht Ausgangsprodukt Marihuana-Blüten. In diesem Fall kein THC, aber CBD. Ein hitzebeständiges und haltbares Pflanzenöl. Olivenöl ist sehr geeignet. Ein hitzebeständiges Gefäß, diese Tasse oder ein Edelstahltopf. Ein Gerät zum Erhitzen, der Backofen oder hier eine Heißluftfritteuse. Ihr könnt auch einen mobilen Backkasten nehmen, das empfehle ich euch sogar. Es entsteht beim Dekarboxylieren ohne oder auch mit Olivenöl Geruch. Und wenn jetzt dieser Geruch auf den Flur zurückschlägt und dann klingelt es, ist das vielleicht nicht so schön. Und man kann allerdings einfach einen mobilen Backkasten im Handel erwerben, kann den dann in einen Raum mitnehmen, wo es egal ist. Wo es einfach beim geöffneten Fenster im dritten Stock rausgeht und es keinen interessiert. Ihr könnt auch zu Freunden fahren, wo es möglich ist. Aber denkt bitte daran, an diese Geruchsbildung, dass eventuell der ein oder andere da ziemlich eine feine Nase für entwickelt. So, ihr gebt das Marihuana-Blütenmaterial in das hitzebeständige Gefäß. Es soll weitgehend schon trocken sein, also es soll eigentlich trocken sein. Ihr braucht jetzt nicht die Tasse voll machen. Ihr könnt auch den untersten Zentimeter damit befüllen. Das Olivenöl soll allerdings, sage ich mal, einen Zentimeter über den Marihuana-Blüten im weiteren Arbeitsschritt sein. Soweit sind wir noch nicht. Hier passen ungefähr 30 Gramm Marihuana-Blüten rein. Damit die Dekarboxylierung und Extraktion wirklich sehr gut klappt, soll das Material knochentrocken sein. Also wird dieses Material ohne Olivenöl erst einmal im Backofen für 10 bis 20 Minuten auf 100 bis 110 Grad Celsius erhitzt. Wenn man dann mit Umluft, wie bei diesem Gerät, das Problem hat, dass einem die Sachen rausfliegen, legt die dicken Blüten nach oben oder setzt einen Unterteller drauf und wenn die Backzeit vorbei ist, dann nehmt ihr mit einem hitzebeständigen Küchenhandschuh den Unterteller runter und das atmet dann noch. Die Restfeuchtigkeit verdunstet. Und dann wartet ihr halt ein bisschen, dass das atmet. Und dann kippt ihr das Olivenöl drauf und dann stellt ihr es wieder in den Backofen oder anderes Gerät. Und wenn ihr, je nachdem, was für Cannabinoide ihr haben wollt, die Cannabinoide liegen zum Großteil in Vorstufen vor. THCA, CBDA. Im Normalfall will man die fertigen Cannabinoide haben. Je nachdem, welches Cannabinoid ihr haben wollt, solltet ihr die Temperatur und die Zeit einstellen. Bei THC 60 bis 120 Minuten bei 100 bis 110 Grad Celsius. Bei Cannabidiol aus Hanfblütentee, legal im Handel erhältlich,
60 Minuten bei 110 bis 120 Grad Celsius, etwas mehr ginge sogar auch. Und das lasst ihr dann im Backgerät dann schön die Hitze einwirken, wartet bis das Gefäß dann kühl genug ist und dann habt ihr hier jetzt entweder so für Kaffee mit einem Kaffeefilter oder schöner ist Edelstahl mit einem kleinen Edelstahlsieb drin. Dann packt ihr das auf die Flasche. Hier ist es schon direkt Braunglas, perfekt für die Lagerung. Und dann haut ihr das da rein und dann wartet ihr eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann habt ihr die Schnittreste über, dann habt ihr das Olivenöl. Wenn hier 30 Gramm drin sind, dann kommen da 200 Milliliter Olivenöl drauf. Dann habt ihr 150 Milliliter Cannabinoid Olivenöl. Und je nachdem, was in den Marihuana-Blüten drin ist, nur das kann hinterher in Olivenöl drin sein. Es ist immer ein Vollextrakt. Also es ist kein Reinstoffextrakt. Es gibt Reinstoff-CBD-Extrakte. Da kann dann dementsprechend nur das Cannabidiol wirken. Die Reinstoffextrakte liegen bei bis über 99% als Kristalle. Und auf diese Weise entsteht immer nur ein Vollextrakt. Das, was an Cannabinoiden, Terpenoiden und Flavonoiden hier enthalten ist, ist hinterher auch im Öl. Und viele sagen, Reinstoffextrakte sind bei mir nicht so gut, Vollextrakte sind besser. Ihr stellt euch hier natürlich jetzt kein Medikament her oder so, sondern ihr stellt euch hier jetzt ein gesundes Genussmittel her, um eure Gesundheit zu fördern, um vielleicht kleinere Leiden positiv zu beeinflussen. Aber wenn ihr schwerwiegende Erkrankungen habt, könnt ihr das natürlich auch machen, müsst aber dennoch zum Arzt gehen, euch eine Diagnose stellen lassen. Also, ne, nur um es am Rande erwähnt zu haben. So, jetzt haben wir hier 150 Milligramm Cannabinoid Olivenöl. Dann haben wir die Schnittreste, wo weitere 50 Milligramm Cannabinoid Olivenöl noch enthalten sind. Ich kann es jetzt wegschmeißen. So, es ist schade um die Wirkstoffe, es ist schade um das schöne Olivenöl. Also habe ich beschlossen, damit zu backen. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Das ist inzwischen 4 Wochen alt. Ich habe da 4 Tassen mit in 1 bearbeitet. Vor ungefähr 4 Wochen habe ich damit angefangen und es ist mehr als die Hälfte noch da. Inzwischen habe ich es eingefroren, damit es sich länger hält, aber auch in dem Zustand muss es irgendwann verarbeitet sein. Und deswegen sollte man dann, wenn man nur kleine Mengen verbraucht, kleinere Mengen in 1 verarbeiten. Beim nächsten Mal nehme ich 1 oder 2 Tassen. Oder ich passe es ab, dass ich Freunde besuche und dann backe ich vorher für die einen Riesenberg Muffins. Ich habe aus Bequemlichkeit Backmischungen gewählt mit hohem Fettgehalt da drin. Zu diesen Backmischungen werden nur Eier verwendet, ein bisschen Pflanzenöl, ein bisschen Milch. Und ich habe dann extra so ein Gebäck gewählt, was ja sowieso für Edibles auch verwendet wird, Muffins oder Brownies. Und ich wollte einfach dann mal gucken, ob das überhaupt klappt. Inzwischen bin ich mir sehr sicher, dass bei so einem Muffin oder auch bei einem Brownie von dieser Größe, dass da ein gehäufter Esslöffel dieser Reste reinpasst. Es ist Phenola, 3,6%. Hier in einem Milliliter sind 2 bis 4 Milligramm CBD wahrscheinlich enthalten. Und hier so ein Muffin mit einem gehäuften Esslöffel, ich weiß es nicht genau, aber viel mehr als 50 Milligramm könnten da nicht enthalten sein, vielleicht auch nur 20 oder 30. Bei meinem ersten Test hatte ich schon Cannabidiol eingenommen, hatte dann hinterher den Muffin gegessen und dann hatte ich mich etwas überdosiert. Ich habe schwachen Blutdruck, niedrigen Blutdruck und dann ist mein Kreislauf am Folgetag beeinträchtigt. Das hatte ich auch schon mal bei einem Produkttest, wo ich dann
gegen Schlafstörungen 300 Milligramm Cannabidiol-Paste probiert habe. Und hier war es nicht ganz so schlimm, allerdings hat sich etwas länger gezogen, dass mein Kreislauf am nächsten Tag ziemlich down war und ich nicht ganz so produktiv war. Ich war natürlich nicht high, aber doch beeinträchtigt. Und man sollte das dann nicht unterschätzen. Normale Menschen werden da jetzt nicht so eine Probleme mit haben, aber ich zähle mich da jetzt nicht zu denen, die da normal drauf reagieren. Deswegen ich auch mit THC sehr vorsichtig bin. Zumindest habe ich damit den Beweis, dass es effektiv wirkt. Ich habe an dem Tag wahrscheinlich 100 bis 200 Milligramm eingenommen, die sehr effektiv in mein Blut angekommen sind. Ja, und bei dieser Backmischung ist mir im Nachhinein aufgefallen, hier diese Muffins, die werden bei 180 Grad Celsius gebacken. Die ersten habe ich bei 180 Grad Celsius gebacken. Es hat trotzdem funktioniert. THC verdampft ab 157 Grad Celsius, CBD ab 160 bis 180 Grad Celsius geht das in die Luft über. Fängt es damit halt an zu verdampfen. Und diese Brownies, die etwas schwerer sind, dann nicht ganz so aufgehen, aber auch sehr gut schmecken und so, die werden jetzt bis 140 Grad gebacken, dafür aber doppelt so lange. Deswegen empfehle ich euch Backrezepte oder Backmischungen für fetthaltiges Gebäck, welches bei unter 150 Grad Celsius gebacken wird. Und es ist halt sehr schön, wenn man das dann portioniert, was hier bei den Brownies so nicht vorgesehen war. Ich habe es trotzdem so gemacht. Es ist sehr schön, wenn man es portioniert. Noch ein Tipp, wenn ihr jetzt wie ich viel mehr Oberhitze habt, dann backt ihr dann von den 40 Minuten 30, dreht es auf den Kopf und backt nochmal 10 Minuten. Dann habt ihr da dann halt dementsprechend den ganzen Brownie durchgebacken und nicht nur die obere Hälfte. So. Dieses Cannabinoid-Olivenöl, es schmeckt besser als das Ausgangs-Olivenöl. Das schmeckt rund, vielleicht ein bisschen rauchig, angenehm, man kann es pur essen. Einen Esslöffel esse ich dann pur, habe ich zuerst so gemacht. Jetzt im Nachhinein denke ich, dass es zu Gebäck verbacken möglicherweise noch effektiver wirkt. Das ist jetzt der nächste Punkt. Und zwar, wenn ich einen Joint rauche, in der Blutspitze habe ich schon die Dekarboxylierung von THCA in THC, womit es dann wirkt, Delta 9 THC. Ich nehme 40 bis 60 Prozent dieser Wirkstoffe, das ist je nachdem wie ich das rauche und inhaliere, das ist die Wirkstoffmenge, die dann in meinem Blut ankommt, wo sie wirken kann. Delta 9 THC wirkt jetzt allerdings bis 4 Stunden, eigentlich so 2-3 Stunden intensiv und dann flacht das eigentlich schon wieder ab. Wenn ich esse, dann nehme ich nur 5 bis 20 Prozent der Wirkstoffmenge auf. Werden viele sagen, ja, das ist ja Verschwendung, jetzt kann ich es besser inhalieren. Ob ich es jetzt rauche, ob ich es vaporisiere, ob ich es dabbe, da nehme ich ja viel mehr der Wirkstoffe auf. Es ist, zum Ersten ist es erstmal richtig, allerdings ich und auch andere sind der Meinung, dass es gegessen dennoch effektiver als inhaliert wirken kann, weil inhaliert geht es über die Lunge ins Blut, gegessen geht es über den Darm ins Blut, über die Leber. In der Leber finden viele Stoffwechselabläufe statt. Und aus diesem Delta-9-THC wird 11-Hydroxy-Delta-9-THC, Kurzform 11-Hydroxy-THC. Dieses THC ist viel intensiver und es wirkt länger. Das heißt, ich kann mit einer, bei passender Dosierung kann ich damit rechnen, dass ich ein Edible da wenigstens 8 Stunden Wirkung habe. Wenn ich mich jetzt allerdings komplett überdosiere, es gibt Berichte, wo Leute sich komplett überdosiert haben mit Edibles und die haben dann mehrere Tage daran zu kämpfen gehabt. Es fühlt sich dann wirklich so an, als ob man stirbt, aber man stirbt nicht.
Es ist aber halt extrem unschön. Und man kann da dementsprechend dann die Zeit auch nicht viel machen. Und die haben sich komplett überdosiert. Das könnte man jetzt auch mit diesen Edibles machen, sich komplett überzudosieren. Und es ist halt so, wenn ich dann von der Wirkung schon beeinträchtigt bin, dann läuft vermutlich die Verdauung langsamer ab. Und wenn die Verdauung langsamer abläuft, dann verlängert das natürlich auch die Wirkung. Und wenn ihr jetzt inhaliert, dann habt ihr die Wirkung innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Wenn ihr hier esst, dann habt ihr die Wirkung innerhalb von einer Dreiviertelstunde bis zu 1,5 Stunden. Je nachdem, was ihr schon vorher gegessen habt, wie es verarbeitet ist. Das bedeutet, wenn ihr euer Gebäck noch nicht einschätzen könnt, dann nehmt von der Dosis, die es wahrscheinlich ist, erstmal ein Viertel und wartet 2 Stunden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel am Abend ein halbes Gramm Marihuana konsumiert oder das manchmal macht, dann sollte in so einem Edible vielleicht nur 0,2 Gramm enthalten sein, also das halbe auf alle 3 Muffins. Wenn da vorher schon mit dem Olivenöl extrahiert wurde, dann kann vielleicht doch wieder das halbe Gramm in einen Muffin. Da will ich mich jetzt allerdings nicht drauf festlegen, das müsst ihr selber herausfinden. Oder ihr müsst es nicht, ihr dürft. Und je nachdem, was ihr für ein Ausgangsmaterial habt, müsst ihr dementsprechend vorsichtig sein. Wenn ich hier jetzt sage, man kann da locker einen gehäuften Esslöffel drin verbacken und ihr nehmt da jetzt da irgendwie so ein richtiges THC-lastiges Marihuana, obwohl ihr das gar nicht so vertragt und ihr habt da einen ganzen Esslöffel da drin, ne, dann seid ihr erstmal im Koma. Dann habt ihr Pause, dann könnt ihr den auch den nächsten Tag vergessen. Wenn ne, ihr... Es passen 30 Gramm in die Tasse, das heißt aber nicht, dass ihr da 30 Gramm reintun müsst. Und wenn ihr dann Marihuana verwendet, dann habt ihr auch nicht eine Kosteneinsparung von über 80%, weil das Marihuana auch schon extrem teuer ist. Ne? Aber man kann ja dann auch Reste, Schnittreste und Sachen verwenden, wo man sonst nicht mehr weiß, was man damit machen soll. Wenn ihr jetzt allerdings so ein Pestizid- und Bricks-verseuchtes Material von der Straße kauft, ne, ihr könnt davon ausgehen, dass diese ganzen Verunreinigungen, Giftstoffe und Streckmittel dann auch hinterher mit in eurem Olivenöl drin sind, als giftige Substanzen und Verbindungen. Achtet darauf, dass ihr ein hochwertiges Ausgangsmaterial nehmt. Also wenn ihr da noch irgendwie so verschimmelte Reste habt, dann ist das natürlich auch nicht hochwertig, um damit noch was zu machen. So viel dazu. Wenn ihr dann aber einmal eure Rezeptur gefunden habt, und dann habt ihr auch stabiles Ausgangsmaterial, was dann nicht so eine Schwankung hat, mal hat es 5, mal hat es 15%, sondern es hat mal 4, mal 5% oder so. Dann könnt ihr damit sehr gut arbeiten und dann backt ihr das, ihr vermischt den Teig ja gründlich und dann könnt ihr damit kalkulieren, so viel ist ein Muffin, so viel ist 2 Muffins und ihr wisst, wie ihr damit umgehen und dosieren könnt. So. Ich gucke hier nochmal eben auf meine Liste, ob ich das soweit alles habe. Wir waren schon dabei, dass mit Edibles 5-20% der Wirkstoffe aufgenommen werden. Ist natürlich ein großer Unterschied, ob es jetzt 5% oder ob es 20% sind. Zum einen sind Cannabinoide nicht wasserlöslich, wenn man sie nicht künstlich wasserlöslich macht. Sie sind fettlöslich. Das heißt, wenn ich mir jetzt mit der gleichen Menge einen Hanfblütentee koche und dann trinke, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich von den Wirkstoffen vielleicht 1-2% vielleicht aufgenommen habe. Also gar nichts, so ungefähr. Wenn ich dann allerdings mit der richtigen Rezeptur und der richtigen Technik Edibles mache, dann nehme ich bis zu 20% der Wirkstoffe auf. Das heißt, schlecht verarbeitete Edibles liegen vielleicht bei 5% und wenn ich sehr gut verarbeitete Edibles habe, dann liegen die bei 20%. Und ich habe die Theorie, dass diese historisch gewachsenen Rezepturen, zum Beispiel in Indien mit dem Bhang, wo man dann auch Cannabinoide verarbeitet und dann aufnimmt, dass diese Rezepturen historisch gewachsen sind und diese Rezepturen so verfeinert wurden, dass die Aufnahme der Cannabinoide sehr gut über den Darm erfolgt. Das heißt, wenn ihr jetzt lieber ein anderes Gebäck esst,
dann nehmt ihr dann möglicherweise viel weniger der Cannabinoide auf, als jetzt hier mit Muffins oder mit Brownies, die sich als Edibles sehr gut eignen. Das noch so am Rande. Dann sind wir schon beim letzten Punkt. Ich habe die Langfassung einfachste Marihuana-Dekarboxylierung und Extraktion auf hanftube.de online mit 2000 Wörtern. Wenn ihr nur die Stichpunkte mal nachlesen wollt, wenn ihr gerade wieder zugange seid, scrollt den Artikel in die Mitte. Die Langfassung einfachste Extraktion von CBD oder Cannabinoiden mit Olivenöl, die Hanftube 49, dauert auch über 40 Minuten. Ihr habt jetzt die Kurzfassung. Ihr wisst, wie es geht. Ihr könnt es machen, ihr könnt es ausprobieren und dann seht ihr, dass es funktioniert. Lest euch die Langfassung auf meinem hanftube.de durch. Da erscheint auch noch ein Artikel zum Backen. Und es erscheint auch noch ein Video zum Backen und dann noch ein Video mit den Fazits. Schaut es euch alles an. Ihr spart derzeit bei Cannabidiol über 80% der Kosten. Ich bringe da sehr viel Wissen, Grundlagenwissen mit rein, was gut ist, wenn man das versteht, warum man es so macht. Wenn ihr mit Leuten redet, dann könnt ihr fundierter mit denen reden und diskutieren und die halt aufklären. Und wenn ihr an Leute herantretet, gebt denen gerne diese Kurzfassung. Und ich selber bin es ja jetzt schon, der dann sagt, seht euch das andere auch an. Es ist gut, wenn ihr versteht, warum ihr das alles so macht. Und je mehr Leute das verstehen und nachvollziehen können, desto schneller sind wir dann auch an dem Punkt, wo wir dann auch THC-Edibles im Laden, im speziellen Ladengeschäft kaufen können oder wo wir ein paar Pflanzen für unseren Eigenverbrauch anbauen dürfen, um dann damit zu backen. Und das ist der Punkt, da wollen wir unbedingt alle hin. In Colorado ist der Umsatz mit Edibles jetzt schon weit höher als mit Marihuana-Blüten. Diese Konsumform hat sich in Colorado jetzt innerhalb von Jahren schon durchgesetzt. Ich zeige noch mal eben schnell die Edibles, die ich hier jetzt selber produziert habe. Hier ist jeweils ein Teelöffel drinnen. Ein Esslöffel ist zu viel für mich, aber so funktioniert das super. Und damit verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle und wünsche euch allen gutes Gelingen. Schaut euch auch die anderen Artikel und Videos von Hanftube an. Ich habe viele Inhalte, die es so nicht überall im Web gibt.